Abdichtung 2.0, hier sehen wir es. Was hat sich geändert? Also als erstes wurde die Bezeichnung geändert. Jetzt kommt nicht mehr bei der Liste alles unter Abdichtung raus, sondern die Bezeichnung passt sich dem Element an. Also wenn wir hier auf Fugenblech zum Beispiel schalten, wird auch die Bezeichnung zu einem Fugenblech. Zusätzlich kommen jetzt die Fugenbänder von Craso hinzu, die PVC-Fugenbänder. Und dort können wir zum Beispiel zwischen Craso Flex auswählen. Hier sehen wir immer die Anwendungsskizze, wie sich das alles ändert. Scrollen wir mal hier ein bisschen hin und hier noch ein bisschen. Und dann sehen wir, wie sich das alles verändert. Und immer in der Anwendungsskizze sehen wir genau, wo es denn ihren Einsatzort hat. Genau. Wir können natürlich das Ganze größer machen. Wir haben auch hier die AA. Je nachdem ändert sich das System automatisch an. Die AD und die Fugenbänder D. Ja, und das Ganze jetzt neu und auch unter Partner. Craso hat eine Partnerschaft zu Subgrade. Und deswegen könnt ihr auch hier automatisch auf die Homepage gelangen. Oder das Handbuch öffnen. Und das Handbuch ändert sich auch automatisch mit, wenn ihr hier etwas anderes auswählt. Zum Beispiel jetzt ASI Partner Handbuch. Und dann passt sich das hier auch dementsprechend an. Ja, so viel dazu zu dem neuen Update oder Upgrade. Gleich runterladen, testen, liken, Daumen nach oben und teilen. Bis zum nächsten Mal.